Hey Kinders, was geht denn bei euch ab? Oh yeah, sexy voice attack. Willkommen zum heutigen Video. Ich bin nach wie vor erkältet. Man kann das wahrscheinlich ganz leicht vernehmen. Aber natürlich darf die Show nicht aufhören zu rollen. Und deswegen gibt es jetzt für euch, also natürlich vor allem für die Damen, dieses Video. Nee, Quatsch. Ich habe wichtige Dinge zu erzählen. Und beginne einfach mal direkt von vorne, wie es war kein Headshot. Deine Mutter hat sich gestern nicht richtig gewaschen, glaube ich. Oh fuck, nein. Ja, erstens, keine Facecam, es ist mitten in der Nacht und ich konnte nicht pennen. Zum Glück, und dann ist mir eingefallen, dass ich auch kein Video habe für heute, also für Samstag. Und da dachte ich mir, komm, ich mache was ganz Gemütliches, ohne diese krassen Lichter. Facecam ist halt wirklich, die geht nur, wenn ich die riesen Lampen an habe, aber ich habe keinen Bock auf die riesen Scheinwerfer euch. Und deswegen, ja, ohne Facecam, da kommt die Stimme so ein bisschen krasser rüber, weil man sich das Auditive so stark konzentriert. Nun ja, kommen wir aber nun zu den wichtigen Dingen im Leben. Und zwar, erstens, ein FAQ steht an. Ihr habt, glaube ich, schon 1 Milliarde Mal gefragt, wann, ob und warum ich so ein FAQ mal machen könnte, sollte, wolle, wille. What the fuck? Und ich habe gesagt, hey Leute, natürlich, ich mache gerne eins auf jeden Fall. Aber für so einen Fuck braucht man ja Fragen. Und die könnt ihr jetzt stellen. Also hier unter dem Video. Aber auch sehr gerne auf Twitter und Facebook. Öffentlich oder privat. Wie ihr es eben machen wollt. So wie ihr am besten an mich rankommt. Könnt ihr mir... Du Schnitzelkönig. Könnt ihr mir diese Fragen stellen. Und an einem extra FAQ-Video werde ich dann die Antworten geben. Beziehungsweise auf eure Fragen eingehen, damit einfach mal diverse Dinge geklärt sind, ne? Warum ich so cool bin, woher die Coolness an sich kommt bei mir und wo man die kaufen kann. Oh, oh shit, dude. Fucking shit. Wie einer ist vor mir. Warte mal, hä? 2 auf 3 sind vor mir. Wollt ihr mich gerade verarschen? Wow, fuck, fuck. Oh shit. Da ist einer drin. Oh. Oh, Snitch. Das ist das erste Thema, das ich abhandeln wollte. Thema Nummer 2. Das nächste Giveaway kommt jetzt die Woche. Sobald ich wieder meine richtige Voice habe, kann ich es aufnehmen. Ich will da nicht so pimmelig, wisst ihr, so rumkrebsen wie jetzt. Also, es ist fast zwischen... Oh mein Gott, war das ein Header? Ja, fuck. Es ist fast nach jedem Satz ein ordentlicher Huster dahinter. Ich habe nur noch Reizhusten jetzt, also es kommt nichts mehr raus. Die Erkältung geht dem Ende entgegen. Aber... Ja, am Schluss ist halt immer dann der Hals so dermaßen kaputt, dass man es immer am meisten hört. Also so ist es bei euch sicherlich. Ich denke, das ist der ganz normale Krankheitsverlauf, den man so hat. Ich denke, morgen ist alles wieder gut. Oh, genau. Also für das Giveaway will ich die volle Stimmpower wieder haben. Komm, komm, das war doch ein verschissener Headshot. Erzähl mir nichts. Guckst dir an, wir alle bei der Glocke hängen bleiben. Oh, shit. Da hat ein Header... Jawollo, jawollo. Oh, shit. Die wurde fucking hit, shit. Hallo. Fuck. Oh, ich bin neben ihm gespawnt. Nein, nein, nein. Ach, scheiß die Wand an. So, und der letzte Punkt, den ich ansprechen wollte, ist folgender. Einige von euch spekulieren darauf, dass wir die 10.000 Abonnenten dieses Jahr noch erreichen. Das könnte etwas schwierig werden. Also, bis vor kurzem hätten wir es noch easy geschafft. Aber durch diverse Programmauswahlen hier auf dem Kanal ist unser Wachstum ganz, ganz stark eingesunken. Also, immer wenn man eben, ja, mal was anderes macht. Also, jetzt wie die Resident Evil-Geschichte. Und dieses andere eben nicht das Zugpferd ist, das man sonst fährt. Also eben Cisco. Und dann kann es dazu kommen, dass das Wachstum einbricht. Und genauso ist es auch geschehen. Also, natürlich kalkuliert, das war klar. Ihr wisst, dass ich da nicht so den extremen Wert drauf lege, ne? Auf ganz viele Abos und riesig und hin und her. Also, wir wachsen ja so oder so. Wachstum ist ja da, gar kein Problem. Dieses extrem starke Wachstum ist... ja, abgeschwollen. Wir könnten die 10.000 dennoch schaffen, sehr knapp, zum Ende des Jahres. Ich werde an sich zu der Sache auch noch mal ein eigenes Video machen. Also, wie wir das genau angehen mit diversen Plänen für alle, die eben mitmachen wollen, die unterstützen wollen und hin und her. Also, da gibt es dann noch etwas Eigenes. Aber jetzt wollte ich es einfach mal kurz anschneiden. Also, es könnte schwierig werden dieses Jahr im Moment, wenn es so weiterläuft, wie es jetzt gerade läuft. Natürlich kann man sich nie auf solche Zahlen verlassen, denn wenn solche Zahlen feste wären, dann hätten wir gar keine Probleme. Denn gegen Januar sah unser Wachstum noch so gut aus, dass wir dieses Jahr hätten easy die 11.000 bis 12.000 Abonnenten schaffen können. Aber ja, Wachstum ist eben nicht immer gleichmäßig. Es geht ja hier nach wie vor um Menschen, die ja, zu uns finden müssen oder sollen oder wollen. Da fällt es natürlich schwer, so eine genaue Prognose zu bringen. Denn ja, es gibt mal Sachen, die gut laufen, mal Dinge, die nicht so gut laufen. Nun ja, zurück zum Kern der ganzen Geschichte. Also im Moment könnten wir es ganz knapp schaffen, die 10k. Wobei bei uns allen ganz oben auf der Agenda stehen sollte, dass wir natürlich nach großem Streben, aber natürlich auch mit dem bereits bestehenden Kern, ja, unser Haufen, wir als Haufen, dass wir uns weiter festigen. Zusammenhalt muss gespürt werden. Wir wollen gucken, dass es nach wie vor so schön, fast schon familiär bleibt, wie es eben ist. Es ist mir und sehr vielen von euch, das weiß ich, sehr, sehr wichtig. Und ich will, ja, auch nicht, dass es irgendwie jetzt nachlässt, weil wir wachsen oder weiter wachsen. Komm her, du Sack. Ja, Lado, ja, la.
Ey, die Runde geht sowas von schlecht gerade rein, ne? Also in Form von der Steam-Gruppe zum Beispiel oder den Livestreams. Oder auch hier einfach in den Kommentaren eure Chats, die ihr manchmal schon fast hört, hier in den Kommentaren. Das ist einfach immer wieder Herrliches zu sehen. Und ja, genauso soll es natürlich bleiben, beziehungsweise noch verbundener werden. Ich werde schauen, dass ich da in Zukunft auch bezüglich Community-Abende und sowas wieder mehr reingebe. Also an Eigeninitiative in diese Aufbaugeschichte der Community-Zusammenschlusshaftigkeit. Das ist ein Wort, ja. Spätestens in den Semesterferien werde ich da ganz, ganz, ganz sicher ja einiges ranpimmeln. Wann hier vielleicht schon mal ein Gegner kommen oder so. Naja, eigentlich war das auch jetzt alles, was ich sagen wollte. Das waren die wichtigen Themen. Die Zukunft wird uns einiges bringen, ich weiß es. Oh shit, dude, fuck. Wir dürfen gespannt sein. Bin sehr zufrieden mit der Community und auch mit unserem Wachstum. Ich will nicht, dass das jetzt irgendwie schlecht klingt, dass ich jetzt irgendwie unzufrieden wäre. Speziell ist mit dem Wachstum. Wir sind einfach total krass unterwegs. Ach, scheiße, und ich habe mich gewonnen. Das kleine Kind hat gewonnen. Ich fasse das. Das ist so ein Kind im Anzug. Wahrscheinlich Doktor oder sowas. Ach ja, übrigens, Leute, DMG ist erreicht. Mal schauen, wie mir der Rank so steht. Vom Aussehen her fand ich die AKs irgendwie cooler, aber naja, was soll's. Der Adler ist dann nochmal ein bisschen cooler als die AKs. Also auf den Adler freue ich mich dann wiederum mehr, wie auf diesen verschissenen Stern. Bin ich jetzt Sheriff oder was? Ja, wahrscheinlich. Lucian, hier, Sheriff. Super, das ist doch genau dasselbe, oder was? Nun ja, schreibt mir eure Fragen in die Kommentare oder auf Twitter oder auf Facebook. Haut alles raus, was ihr gerne wissen wollt. Ich versuche alles zu beantworten. Heute hätte eigentlich Resident Evil kommen sollen. Stimmtechnisch konnte ich es aber nicht leisten. Also so eine Aufnahmesession da reinzukloppen und Resident Evil zu schreien und sowas, das ist mir leider nicht möglich gewesen. Ich hatte kurz vor, so ein leisestes Let's Play der Welt Teil 2 zu machen. Ihr wisst ja, ich habe damals bei LOL Teil 1 gemacht. Ich werde es auch hier einfach mal verlinken für alle Interessierten. Das wäre auch auf jeden Fall gegangen. Aber bei Resident Evil hätte es, glaube ich, nicht gepasst. Wir hören uns dann morgen wieder im Video. Schlaft gut. Ich werde das auch schnell hier alles bearbeiten und hochladen, dass ihr morgen was Schönes zu lurken habt. Ja, ganz klar, Daumen nach oben geben ist logisch, muss man ja gar nicht mehr sagen, eigentlich, oder so an sich gar nicht mehr erwähnenswert. Ja, haut ihr die Daumen rein, da wird mir ja schon fast schwindelig, verstehst? 100 Daumen ist gar kein Limit mehr, 150 ist so ein Limit, wo man sagt, okay, das ist schon nicht schlecht. Unter allen Leuten, die jetzt noch am Start sind, verlose ich dieses Sealed Gravity Heart Tracer Yellow. Ihr schreibt einfach am Ende eures Kommentars Watch, W-A-T-C-H, und ich suche dann zufällig einen aus dieser entstehenden Liste aus. Viel Spaß, Kinderlein.